Ja, guten Morgen zusammen. Danke dir, Dirk, für die Vorstellung und natürlich auch für die Einladung. Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin gebürtige Kölnerin und wie die meisten Kölner liebe ich natürlich meine Stadt, die also jetzt übermorgen am Freitag, den 11.11., sich wieder im Ausnahmezustand befinden wird. Und wer Köln ein bisschen kennt, weiß, wovon ich spreche, der Beginn der Karnevalssession. Ja, bei MacMedia bin ich verantwortlich für das Business Development im Bereich unserer Smart Signage Produkte oder Digital Signage Produkte für Industrie und Handel, vorrangig in Deutschland. Und wir sehen zurzeit sehr großes Interesse daran, Digital Signage eben auch für die interne Unternehmens- und Mitarbeiterkommunikation einzusetzen. Und deswegen heute hier mein Thema: neue Wege in der digitalen Mitarbeiterkommunikation. Ja, ich habe eine kleine, knackige Agenda vorbereitet. Ich würde ein paar Worte sagen über MacMedia, wer uns noch nicht kennt, über die digitale Mitarbeiterkommunikation, mit der man also analoge Zettelwirtschaft oder die schwarzen Bretter, wie man sie aus Unternehmen noch kennt, sehr wirkungsvoll ersetzen kann. Und dann als exklusive Erweiterung für diese Lösung eben unsere Mitarbeiter-App Staff News und das Besondere vielleicht die Einheit, User-Oberfläche für die unterschiedlichen Ausspielkanäle, also ein richtiger Multi-Channel-Ansatz und natürlich ein sehr effizienter oder sehr effiziente Nutzung von Inhalten. Ja, und last but not least, zur Software gehört ja bei uns auch die Hardware und eben der Service. Da würde ich dann eben auch noch mal kurz drauf eingehen. Ja, zu MacMedia. MacMedia ist ein Technologiespezialist für smarte Display-Lösungen wie Smart TV und Digital Signage. 45 Millionen App-Downloads beziehen sich darauf, weltweit auf fast 200 Länder verteilt. MacMedia ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Bayern. In Inning am Ammersee sehen wir unten unseren Vertrieb- und Marketing-Sitz und oben das schöne gelbe Gebäude. Ich glaube, ein ehemaliges Sanatorium, unsere große Entwicklungsabteilung in Furt im Wald. Dessen sprechen unsere Entwickler auch mehr vom Silicon Wood. Ja, seit 15 Jahren entwickeln wir Smart TV-Apps und damit einen ja sehr effektiven Direct-to-Customer-Kanal und Markenauftritt für große Brands und Broadcast, aber auch Banken, Krankenhäuser und so weiter für 50 Millionen TV-Screens, unter anderem für Audi, NEF, Porsche, die Bild, Kicker oder auch den Deutschen Bundestag beispielsweise, für den wir mit dem Deutschen Medienpreis ausgezeichnet wurden. Ja, und erst daraus hat sich dann eben unser heutiges Content-Management-System entwickelt. Und zwar aus Kundenprojekten, wo immer mehr die Anforderung eben kam, die Bewegtbildinhalte der App eben auch auf die Flächen der Stores, also den Handel, an den Point of Sale zu bringen. Und das haben wir dann gemacht. Erstmalig für Siemens Hausgeräte NEF, für die NEF-Handelspartner in den Möbelhäusern und Küchenstudios haben wir dann Screens ausgerollt. Deutschlandweit und da eben dann so die Markenbotschaften auch direkt zum Kunden gebracht. Ja, digitale Lösungen aus einer Hand für Wohnzimmer, Point of Sale habe ich gerade erwähnt und Office, ganz wichtiges Thema, eben auch die interne digitale Mitarbeiterkommunikation, die ich hier heute ein bisschen näher vorstellen möchte. Ja, bevor wir dazu kommen, noch zwei Beispiele, weil es so auch so klassische Einsatzgebiete sind von Digital Signage im Handel. Am Beispiel Seat Cupra, wo wir eben deutschlandweit die Autohäuser ausstatten und natürlich insbesondere auch die Flagship-Stores, wie hier in München, die Cupra City Garage, direkt gegenüber von Mercedes und Maserati. Daran sieht man sehr gut, wie ich finde, dass Digital Signage eben ja als Eye-Catcher eingesetzt werden kann, als Garant für Aufmerksamkeit und ja auch einen sehr imposanten Markenauftritt.
Das zweite Beispiel, Sparda Bank Baden-Württemberg und München. Und auch hier, auch so wie bei Seat Cupra, nutzen Sie beide Kanäle, eben die Präsenz auf dem Smart TV über eine App und Digital Signage am Point of Sale. Hier zu sehen, das digitale Schaufenster zur Frequenzsteigerung und Digital Signage ja generell auf den Flächen ist ein sehr effektives Verkaufsförderungstool. Ja, und dann abschließend die kurze Kundenübersicht aufgrund der unterschiedlichen Ausspielkanäle, die wir ja bedienen, sehr branchenheterogen, also von Automotive, Banken, Retail, Institutionen, aber auch Rundfunk, Fernsehen, Verlage und so weiter, ist das sehr heterogen und ist da sehr viel dabei. Ja, kommen wir zur digitalen Mitarbeiterkommunikation. Auch hier macht man sich das Potenzial von Digital Signage zunutze, also Unternehmen, die sich entscheiden, mit uns ihre schwarzen Bretter durch eine digitale Lösung zu ersetzen, profitieren ganz stark von dem Bewegtbildmedium. Also weil es einfach exorbitante hohe Aufmerksamkeitswerte erzielt, also gerade im Vergleich zu statischen Bildern oder Botschaften und damit eben eine sehr, sehr viel schnellere und effektivere Informationsverbreitung und Kommunikation gewährleistet. Sehr gezielt, auch deswegen, weil ich ja nun ganz genau dort, wo eben die Informationen auch gebraucht werden, sie platzieren kann, also unterschiedliche Touchpoints im Unternehmen, aber auch standortübergreifend. Hochflexibel, weil die Inhalte ja nun jederzeit angepasst werden können und auch eben zentral gesteuert werden können. Ich kann jedem Item ein Ausspielkriterium mitgeben, beispielsweise der Speiseplan läuft von dienstags bis freitags von 8 bis 12.30 Uhr beispielsweise, weil montags die Kantine geschlossen ist. Sowas wäre vorstellbar. Ich kann auch Inhalten ein Enddatum geben. So kann ich eben wirklich sehr gut in dem System arbeiten und Inhalte auch schon so vorbereiten, bis sie nicht mehr gebraucht werden. Ja, steigert die Mitarbeitermotivation und Unternehmensbindung, weil man natürlich eine sehr viel stärkere Involvierung von MitarbeiterInnen hat und die Kommunikation natürlich ganz anders stattfindet. Ich habe dann ein schönes Kundenbeispiel zu einem Firmenlauf, der in dem Unternehmen jährlich stattgefunden hat und nach Installation des digitalen schwarzen Bretts erstmalig darüber kommuniziert wurde. Und ja, ich glaube, fast dreimal so viele MitarbeiterInnen haben dann daran teilgenommen, weil diese Botschaft eigentlich wirklich alle Mitarbeiter erreicht hat, dass dieser Firmenlauf ansteht. Finde ich eine ganz schöne Geschichte. Und der Geschäftsführer hat dann gesagt, um das auch zu honorieren, ist er erstmalig auch selber mitgelaufen. Ja, Vollständigkeit der Inhalte ist garantiert. Beispielsweise, wenn ich jetzt am schwarzen Brett eine Stellenanzeige habe, die mich interessiert und ich die mitnehme, dann ist sie natürlich für andere nicht mehr verfügbar und ja, es ist dann eben nicht mehr vollständig. Der Content kann ergänzt werden bei uns im System durch News und Wetter. Und ja, es ist einfach ein sehr effektives Employer-Branding-Tool, kann man sagen. Vielleicht gerade in Zeiten von Fachkräftemangel eine gute Möglichkeit für Unternehmen, sich von anderen abzuheben oder eben nochmal in besonderem Maße auch zu profilieren. Ja, die Einsatzmöglichkeiten sind natürlich sehr vielfältig, vom Empfang über Aufenthaltsräume, Kantine, wenn die denn vorhanden ist. Produktion ist auch ein sehr wichtiger Touchpoint, Büroräume und so weiter. Also hier hat man dann auch Leitsysteme beispielsweise für Unternehmen zur Orientierung oder eine Übersicht über Raumbelegung etc. pp. Ja, wie sieht das dann wirklich vor Ort aus? Wie kann das aussehen? Hier mal ein paar Kundenbeispiele. Oben links sehen wir Asklepios Kliniken, also und dann gefolgt von Gundlach im Empfang. Hier geht es natürlich um Begrüßung und Orientierung von Kunden, Besuchern und Mitarbeitern
Fall der Krankenhäuser auch von Patienten selbstverständlich. Und Inhalte sind das in der Regel Imagefilme, Unternehmensnews, auch um vielleicht gefühlte Wartezeit zu überbrücken oder auch ganz gezielte Begrüßungen von Mitarbeitern, wenn man eben weiß, dass die kommen, Sicherheitshinweise oder Hygienevorschriften. Ist natürlich da auch immer ganz gut platziert. Und dann Aufenthaltsräume, Kantine, unten links zu sehen, auch nochmal zwei Beispiele. Hier hat man natürlich von den Inhalten her ganz breit gefächerte Möglichkeiten, also richtiges Infotainment. Man kann also hier Mitarbeiterprojekte und deren Fortschritt kommunizieren, wie Nachhaltigkeitsprojekte, auch so ein Firmenlauf, Geburtstage. Das ist ja auch immer eine Wertschätzung gegenüber MitarbeiterInnen, ja, und Jubiläen und solche Dinge. Also das kann man da sehr gut kommunizieren und das kommt auch sehr gut an. Produktion, hier Systec, POS-Technologien unten rechts und dann Railmade, eines der führenden Unternehmen im Bereich von Instandhaltung von Schienenfahrzeugen. Hier steht wirklich im Vordergrund, dass man die MitarbeiterInnen auch ebenfalls genauso erreicht, die keinen eigenen PC-Arbeitsplatz haben. Ja, also das ist da immer eine Herausforderung, dass die dann vielleicht in den Aufenthaltsräumen darauf Zugriff haben, aber man die so leicht und direkt dann eben nicht erreicht mit wichtigen Informationen. Ja, und in den Büroräumen natürlich tagesaktuelle News, vielleicht auch Übersicht über Besuchertermine, die anstehen und so weiter und so fort. Und in den Meetingräumen und Konferenzen ist eben auch die Screensharing-Funktion ganz interessant, die wir da anbieten. Ja, was ist mit den Mitarbeitern, die nicht im Büro sind? Wie erreichen wir die, die unterwegs sind, die sich auf dem Weg zur Arbeit befinden, die in der Logistik tätig sind, die sich auf Dienstreisen befinden? Im Homeoffice wäre es noch vorstellbar über Mailing und so weiter, aber bei Krankheit oder im Mutterschutz beispielsweise, ja, wie erreiche ich die? Dazu habe ich auch ein schönes Kundenbeispiel, das Unternehmen vor der Herausforderung stand, an einem Sonntagnachmittag die komplette Belegschaft erreichen zu müssen, weil die nämlich am Montagmorgen nicht ins Büro kommen sollten. Ich glaube, es war ein Feuerwehreinsatz, ich weiß es nicht mehr genau. Und die wirklich vor der Frage standen, Mensch, wie kriegen wir das jetzt ganz schnell gewuppt? Und mit einer Mitarbeiter-App wäre das natürlich ganz einfach gewesen. Ich hätte eine Push-Nachricht senden können und das Smartphone hat nun wirklich fast jeder dabei. Und es muss ja auch kein Firmen-Handy sein. Also von daher bedient und verwaltet wird alles über ein gemeinsames Backend, unabhängig davon, wo ich die Inhalte ausspiele. Also das ist wirklich eine sehr große Zeitersparnis an der Stelle. Achso, den haben wir vergessen. Genau. Ja, jetzt würde ich Ihnen die Mitarbeiter-App Staff News einfach gerne mal zeigen. Wie sieht die denn aus? Das kann man gar nicht sagen, wie die genau aussieht, weil die natürlich bei jedem anders aussieht. Also die wird natürlich komplett individualisiert und an das Unternehmen angepasst und ist dann wirklich eine echte Unternehmensmitarbeiter-App und keine Mac-Media-App natürlich mehr und ist dann, wenn einmal dieser Initialisierungsprozess getan ist, kann diese App eben einfach runtergeladen werden im App Store oder im Play Store, also für Apple und iOS. Und dann über den Login-Prozess können sich die MitarbeiterInnen eben einloggen. Das ist hier in dem Fall oder bei den letzten Rollouts eben war das die Mitarbeiternummer und das Passwort. Für das Passwort war hier dann das Geburtsdatum. Das kann aber auch was ganz anderes sein.
Ja, und so schaut das dann aus. Ich habe unterschiedliche Newsfeeds, also Playlisten, die ich eben in unserem CMS anlege, die ich genauso für die Displays anlegen kann. Ich habe auch die gleichen Möglichkeiten, dementsprechend hier die Formate einzuspielen, die ich eben auch auf den Displays zeige. Also Bilder, Videos, externe Links und so weiter können eben in die Newsfeeds integriert werden. Und dann sehe ich oben eine Tab-Navigation, wo ich dann die unterschiedlichen Playlisten, die dann thematisch hier angeordnet sind, abrufen kann und um eben ja, auf Informationen schnell Zugriff zu haben. Und ja, kann das Ganze eben wie bei jeder anderen App eben durch Pull-to-Refresh eben aktualisieren. Ja, und wie es sich für eine App gehört, natürlich auch Feedback über vordefinierte Emojis kann ich eben Daumen hoch, Smiley und so weiter, Herzchen sogar, kann ich Feedback geben zu den Beiträgen und kann mir die nachher auch eben nochmal anschauen, die Beiträge, die für mich wichtig waren und kann einfach eben da auch sehen, welche Inhalte sind viel gelesen worden, viel angeschaut worden und sind eben auch bei den Mitarbeiterinnen gut angekommen. Ja, und wie bei dem Kundenbeispiel eben, so hätte das sehr geholfen. Also Push-Nachrichten kann ich natürlich hier auch senden, wenn es wirklich eben wichtige Nachrichten gibt, die ganz schnell kommuniziert werden sollen. Ja, eine Nutzerverwaltung natürlich, weil es immer wieder Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt, die das Unternehmen verlassen oder hinzukommen. Und das kann man wirklich dann auf Knopfdruck eben aktualisieren. Und man kann hier genauso wie für die digitalen schwarzen Bretter, also die Displays, eben Nutzergruppen anlegen, wo dann bestimmte User bzw. MitarbeiterInnen Mitglied sind und dann ganz gezielt die Informationen bekommen, die für sie ja wichtig sind, entscheidend sind. Das können standortbezogene Newsfeeds sein, nur für Mitarbeiter vor Ort. Das kann der Geschäftsführergruppe sein, der Betriebsrat und so weiter und so fort. Also hier kann man wirklich sehr effektiv kommunizieren. Ja, kommen wir jetzt zu unserer User-Oberfläche, die von der aus eben alle Inhalte eingespielt werden können. Von der Logik her schaut das so aus. Sie sehen hier die Mac Media Cloud, im Grunde das Herzstück unserer Signage-Lösung, über die alle Inhalte in einem Backend-System über ein einheitliches User-Interface erstellt und verwaltet werden und dann eben in die unterschiedlichen Ausgabekanäle eingespielt werden können. Das kann eben die mobile App sein, also die Mitarbeiter-App sein. Das könnte jetzt auch eben die App auf dem Smart TV sein. Das könnten aber auch die digitalen Endgeräte sein, also die Screens, die stehlen, was auch immer man jetzt da hätte. Genau, und ja, es ist eine ortsunabhängige Kommunikation im Smart Signage-Netzwerk. Das heißt, ich kann von überall über den Browser habe ich Zugriff auf das CMS. Also praktisch mit jedem Internet verbundenen Device kann ich von überall eben die Inhalte bearbeiten und der Server kommuniziert sozusagen mit den Endgeräten und die Endgeräte fragen regelmäßig den Cloud-Server ab. Sind, stehen Inhalte zur Verfügung und würden sich die dann eben automatisch ziehen. Ja, hier mal so ein Blick, ein Screenshot von unserer User-Oberfläche, Admin Center bei uns genannt. Und Sie sehen schon, dass das ja sehr farbenfroh ist, sehr ansprechend und übersichtlich. Und links jetzt sehen Sie die Inhalte, die ich dann ins System hochladen kann. Bilder, Videos, PowerPoint, Word-Dokumente, PDFs, was auch immer. Und dann eben dort erstellen, bearbeiten kann und sie ausspielfertig mache und dann automatisch in die einzelnen Player schicke, auf die Screens oder eben auch in die Mitarbeiter-App und ganz
gezielt eben dort, wo sie gebraucht werden. Ja, jetzt noch mal ein bisschen rangezoomt, unser Admin Center noch mal ein bisschen genauer in der Ansicht, so wie man wirklich tatsächlich damit arbeiten würde. Und man sieht hier, der gelbe Balken ist jetzt sehr breit geworden. Wir hatten also gerade ein neues Release. Das sind also Release Notes. Das heißt, es ist ja bei uns ein lebendes System, weil es eben natürlich, also weil es unsere eigene Entwicklung ist und ständig weiterentwickelt wird, wovon die User bzw. unsere Kunden natürlich sehr profitieren, dass wir da, dass es also da ständig auch neue Features und neue Entwicklungen gibt. Und ja, ist eben auch ein großer Vorteil für unsere Kunden oder insbesondere auch für große Kunden, dass wir da schnell und zuverlässig eben auf Kundenwünsche und Anpassungen eingehen können. Und jetzt links sehen Sie dieses Hamburger Menü und da die großen entscheidenden Bereiche, Medien, Skills, Signage, wo ich dann im ersten Bereich eben die Inhalte hochlade und bearbeite und dann eben zu Playlisten zusammenfüge und dann hier auch die Mitarbeiter-App, von da aus ich dann die Inhalte für die App erstelle. Und hier mal so eine Ansicht, eine Playliste für die Mitarbeiter-App. Und die sehen Sie jetzt hier, die Playliste, und finden die dann genau hier eben auch auf dem Smartphone wieder. Das ist jetzt zugegebenermaßen vom Text ein bisschen spärlich, ist ja unsere Mac-Media-App. Also da kann man natürlich noch viel mehr machen, aber dass Sie einfach mal sehen, so können die Inhalte in die unterschiedlichen Kanäle eben verteilt werden und nicht nur auf die Screens, sondern eben auch hier in die App rein. Ja, standortbezogene Anpassungen, Entschuldigung, sind natürlich total wichtig, bietet unser System, also nicht nur für Händler oder große Filialisten, sondern eben auch für die Unternehmensstandorte, wenn es denn mehrere hat. Die haben immer ortsspezifische Besonderheiten, die vor Ort kommuniziert werden, und deswegen gibt es zentrale Playlisten, die möglicherweise für alle Standorte relevant sind und hergenommen werden können. Und dann gibt es eben immer die Möglichkeit, dass man eben vor Ort eben auch noch durch Playlisten ergänzt oder durch einzelne Inhalte, die eben für den Standort relevant sind. Ja, wir monitoren natürlich das System. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Player länger als 24 Stunden offline wäre, würde das Unternehmen von uns benachrichtigt werden. Das ist manchmal noch, bevor die das selber bemerkt haben, weil ist ein Sicherheitszwischenspeicher gibt der letzten aktuellen Playlist. Also man wird nach vorne raus niemals einen schwarzen Bildschirm haben, sondern die aktuelle Playliste, die zuletzt hochgeladen oder aktualisiert wurde, wird so lange abgespielt, bis im Grunde die Internetverbindung wiederhergestellt ist. Und wenn neue Inhalte verfügbar sind auf dem Cloud-Server, würde sich der Player die dann automatisch ziehen. Ja, zum Server Backend. Hier setzen wir auf Microsoft Azure Cloud, weil sie einfach sehr performant ist und auch eine skalierbare Lösung und auch von Vorteil, dass bei hoher Last eben zusätzliche Serverressourcen hinzugeschaltet werden können. Das haben wir schon erlebt, tatsächlich. Als die Bild in ihrer Smart-TV-App die FIFA-Club-Weltmeisterschaften exklusiv übertragen hat und dann sprunghaft der Server-Traffic um Faktor 10, glaube ich, angestiegen ist. Ja, und da ist es einfach gut, wenn man ein flexibles System hat, wo man nachsteuern kann. Die Betriebssicherheit ist sehr gut bei 99,95%. Damit kann man arbeiten. All dessen, also Grundlage all dessen ist natürlich die Datenschutzgrundverordnung der EU, und zudem ist unser System in der Zusammenarbeit mit Großkunden wie Audi, aber auch den Sparda-Banken mehrfach geprüft und zertifiziert.
Ja, was die Playout-Systeme angeht, so verwenden wir ausschließlich professionelle Hardware. Das heißt beispielsweise keine Displays aus dem Consumer-Bereich fürs Wohnzimmer, sondern die sind alle ausgelegt auf den 24/7-Betrieb. Und das bedeutet natürlich eine andere Performance und auch Lebensdauer der Geräte. Grundsätzlich haben wir zwei Lösungen. Einmal über den Signage Player, also den Mini-PC, der hardwareunabhängig ist, den ich an jedes bestehende Display anschließen kann. Also man findet ja oft in Unternehmen die Situation vor, dass einzelne Displays schon vorhanden sind, die man gerne migrieren möchte, also mit an das System anbinden möchte. Und dafür hat man dann eben den Mini-PC, und wenn dann eben weitere Screens hinzukommen, haben wir dann die All-in-One-Lösung, dass wir unsere Software eben direkt auf das Betriebssystem des Displays aufspielen können über SoC. Und ja, ist dann einfach eine schlankere Lösung und braucht dann eben die externe Hardware. Wenn es auch nur ganz klein ist, braucht man eben dann nicht mehr. Ja, geringer Energieverbrauch wird natürlich immer wichtiger, gerade in der heutigen Zeit. Ist nicht nur der Initialinvest entscheidend, sondern vielleicht sogar noch viel mehr die Betriebskosten, die sich dem anschließen. Und ja, da sieht man einfach, dass in den letzten Jahren die Geräte, also im professionellen Bereich, wirklich immer kleiner und effizienter geworden sind. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung. Von den Sicherheitsstandards ist zu sagen, dass solche Systeme ja schwer zu manipulieren sind, weil sie einfach keine automatischen oder ungeprüften Updates haben. Und durch die Installation unserer Software ist das Betriebssystem Passwort geschützt und praktisch als geschlossenes System zu betrachten. Ja, natürlich braucht es für alle Inhalte, egal welcher Ausgabekanal, ein Rolle Rechte-Management. Beispielsweise kann ich jedem User, also beispielsweise ja gerade bei größeren Installationen, wenn es einfach mehrere User gibt, mehrere MitarbeiterInnen, die Inhalte bearbeiten und die das unabhängig oder ungesehen voneinander tun möchten, da hat man eben die Möglichkeit, denen vordefinierte Rollen zuzuteilen, wo sie dann eben bestimmte Dinge nicht sehen können, nicht bearbeiten können oder eben nur das Entschuldigung, bearbeiten können, was für sie relevant ist. Das kann beispielsweise sein, dass die Personalabteilung an etwas arbeitet, was vorher eben noch nicht gesehen werden soll, oder der Betriebsrat und so weiter und so fort. Ja, das System bietet eine Auswahl an Standard-Templates. Das sind unterschiedliche Layouts, wie man hier rechts ein paar Beispiele sieht, wo eben es eine definierte Struktur gibt, wo ich ein Bild austauschen kann, neue Überschrift setzen kann, neuen Text setzen kann, beispielsweise. Und natürlich gibt es immer die Möglichkeit, wenn man besondere Animationen oder was auch immer oder eben besondere Vorstellungen hat, was jetzt eben in der Standardauswahl nicht vorzufinden ist, gibt es immer die Möglichkeit, dass wir eben Templates auch nach Kundenvorgaben erstellen. Ja, Multiframe-Support, das ist so ganz klassisch angelehnt eben an der Funktionalität eines schwarzen Bretts, dass man eben dort mehrere Inhalte gleichzeitig zeigen kann. So auch in der digitalen Version gibt es also mehrere Layouts, die ich auswählen kann, wo ich dann beispielsweise Bewegtbildinhalt, also ein Video mit News-Ticker, der unten im unteren Bild durchläuft und rechts vielleicht noch einen Speiseplan jetzt bei dem ersten Layout. Entschuldigung, auswählen kann. Und das ist wirklich die einzige Funktionalität, die es für die Mitarbeiter-App nicht gibt, weil die dort überhaupt keinen Sinn machen würde, weil sie zu klein wäre und man das selbst mit Lesebrille wahrscheinlich nicht mehr lesen könnte. Genau.
Hier ein Beispiel von Wetter. Wir haben ja Wetter und News mit dabei. Auch sehr einfach im System zu erstellen, indem ich den Ort eingebe und dann sich automatisch das Wetter mit einer 3-Tages-Vorhersage generiert. Und ich habe immer ein Preview im System, dass ich mir anschauen kann, wie sieht das dann aus. Ja, das Ganze kann natürlich jetzt für die schwarzen, digitalen schwarzen Bretter eben auch als Touch-Applikation realisiert werden. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und es sind ein paar Dinge zu beachten. Und man kann auch diese Dinge mischen, also dass man eben Touch nimmt an Positionen, wo das eben wichtig ist, dass MitarbeiterInnen eben ganz gezielt für sie relevante Inhalte abrufen können über die Touch-Oberfläche des Screens. Es gibt aber auch eine ganz einfache Variante, dass ein Screensaver eine Playliste voll bildflächig zeigt und vielleicht eine Webseite hinterlegt ist, eine URL und ja, die Playliste als Screensaver immer wieder zurückspringt nach einer Timeout-Zeit und dann All-R-Caches gelöscht werden. Also man hat in jedem Fall die Applikation im Kiosk-Modus, das heißt in einer geschützten Browser-Ansicht. Man kann hier nicht noch woanders hin surfen zu anderen Webseiten. Ja, ein Auszug aus unseren Referenzen und ich habe es hier mal mit reingenommen, weil es wirklich in vielen Kundenzitaten uns wiedergespiegelt wird und weil wir es auch sehr wichtig finden, hier von Celonis, dem Patrick Jago, dass das Admin Center oder unser CMS wirklich eine sehr leichte, übersichtliche, intuitive Bedienbarkeit hat und das ist etwas, was sich vielleicht nach einer Kleinigkeit anhört, aber an der Stelle ist der Teufel wirklich ein Eichhörnchen. Es gibt große Digitalisierungsprojekte, die ich habe daran scheitern sehen, weil die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die letztendlich mit dem System arbeiten und das Ganze natürlich auch mit Leben füllen, da einfach das nicht getan haben, weil es schwergängig war oder weil sie dann dementsprechend auch keine Lust dazu hatten und so weiter. Und deswegen ist uns das an der Stelle so wichtig, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die damit arbeiten, das gerne machen und das einfach leicht und übersichtlich ist und sie vor allen Dingen keinerlei IT-Kenntnisse dafür haben müssen. Genau, kommen wir abschließend nochmal zum Thema Hardware und Service. Ja, das Thema Montage. Also es ist selbstverständlich möglich, dass Mac Media hier als Full-Service-Partner zur Seite steht und im Grunde von der Einrichtung der Software, was ja eh getan wird, also die Software wird vorkonfiguriert, die Accounts werden angelegt und so weiter. Das ist im Grunde alles ja dann schon bei uns passiert, aber von der Einrichtung der Software über die Anlieferung, die Installation und die Inbetriebnahme und schlussendlich natürlich auch die Einweisung und Schulung kann alles von uns erfolgen, alles aus einer Hand. Aber wenn es anders gewünscht ist, beispielsweise wenn ein Unternehmen eben selber installieren möchte vor Ort, dann sind wir da auch flexibel, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ja, wir bieten einen Hardware-Service an. Das ist interessant, gerade für ja, größere Installationen, mehrere Standorte, wo im Grunde es darum geht, dass man bestimmte Reaktions- und Wiederherstellungszeiten definiert hat und eben auch garantiert sind für unsere Kunden, die sagen, wir möchten da einfach einen ganz, ganz schnellen Service haben und da bieten wir das an, ist rein optional. Ja, und am Schluss nochmal sei gesagt, wir sind natürlich für unsere Kunden da. Wir haben auch einen Inhouse-Telefonsupport, wo man wirklich bei uns rauskommt und wir kümmern uns drum. Viele Dinge lassen sich tatsächlich sehr gut remote lösen.
Und es hat mal jemand zu mir gesagt, dass der größte Feind der Digitalisierung ist die Putzfrau. Das fand ich sehr lustig. Also es sind in der Regel oftmals Kleinigkeiten, dass ein Stecker nicht richtig drin steckt und so weiter und so fort. Ja, alles nochmal auf einen Blick. Und dann bin ich mit meiner Präsentation auch durch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen, Alexander. Vielen Dank dafür. Sonst haben wir jetzt keine Fragen bekommen, ist auch nicht schlimm. Ja, ich glaube, du hast das alles sehr schön erläutert. Ich gehe davon aus, wir können auch die Präsentation teilen danach. Das ist noch, glaube ich, ein guter Hinweis zum Schluss. Ansonsten, ja, danke ich dir. Ich habe viel gelernt. Auch, dass der Teufel unter uns schon ein Eichhörnchen sein kann. Allerdings. genau. Und ja, vielen Dank. Ich wünsche dir und allen Teilnehmern einen schönen Tag und wir sehen und hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Danke dir, Dirk. Herzlichen Dank. Tschüss Danke dir. zusammen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.